Das sind die Regeln in Deutschland, mein Herr. Zoll und Steuer. Isabel Chayani schlüpft gerne in andere Rollen, aber nicht für den billigen Gag. Entschuldigung, die Blicke sind schon ausgesprochen heftig. Es wird genau registriert, wenn so jemand über unsere Fußgängerzone läuft. Sie kommt klassisch vom Fernsehen, arbeitet heute aber vor allem fürs Netz. Chayani leitet das Projekt WDR for You. Ein Online-Angebot für Flüchtlinge, das zeigt, wie Deutschland tickt. Wenn man zu einer Party geht und Alkohol trinken will, sollte man sein Fahrrad besser nicht mitnehmen. Sonst landet man nach dieser Party vielleicht nicht zu Hause, sondern im Gefängnis. Isabel Chayani versteht WDR for You weniger als Lebenshilfe, sondern vor allem als Informationsprogramm. Wir versuchen, lebendig zu sein, damit wir an den Bedürfnissen der Leute dran sind oder auch mit schnellen Nachrichten da sind. Wir erklären aber auch, dass bestimmte Mentalitätssachen, die in der orientalischen Gesellschaft gut funktionieren, hier nicht so funktionieren. Das heißt, wir sind auch kritisch. Also wir erklären zum Beispiel, wie Abschiebungen funktionieren. Die Kölner Silvesternacht 2015 war Thema des ersten Beitrags von WDR for You. Auf Arabisch, Persisch und Deutsch. An der Silvesternacht ist hier etwas Schlimmes passiert. Viele Männer haben Frauen und Mädchen sexuell belästigt, etwas geklaut. Ein Bombenanschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul. Was bedeutet das für Afghanen hier, die noch Angehörige dort haben? Ein Kollegengespräch, zweisprachig, ohne Formatfesseln. Handykamera und Internetanschluss. Mehr Technik braucht es nicht für den Livestream ins Netz. Wenn Sie einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen wollen, dann können Sie das nicht in Kabul machen, sondern in Islamabad und Neu-Delhi. 346.000 Abonnenten. Eines der erfolgreichsten Facebook-Angebote des WDR. Auch viele Deutsche haben es abonniert. Ich glaube, dass wir aufklärerisch in einem sehr modernen Sinn im 21. Jahrhundert sind. Und ich glaube, dass wir etwas tun, was ziemlich neu ist. Nämlich, wenn Sie so wollen, dass wir Völkerwanderungen, und das ist ja das, was wir gerade erleben, dass wir die medial begleiten in einem konstruktiven Weg, dass Menschen einerseits hier ankommen können und andererseits wir auch sagen, solche Menschen haben hier keine Perspektive. Also ich glaube, dass wir in so einem historischen Kontext hier gerade eine aufklärende Rolle versuchen zu spielen. Ob uns das gelingt, werden die Zuschauer entscheiden. Bei WDR for You arbeiten auch Kollegen, die selbst als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Wichtig für den Blickwinkel, betont Chayani. Augenhöhe statt Draufsicht. Unterwegs auf Augenhöhe, auch als Korrespondentin in New York. Auch bei den harten Jungs im Boxclub. Sie bringt fast jeden dazu, sich zu öffnen. Ich glotz Big John die ganze Zeit auf die Goldzähne. Das sind meine Bling-Blings. Da wundere ich mich und sage, ich habe keine. Sie braucht auch zwei Goldzähne. Da bin ich unentschlossen. Ihre Filme haben eine erkennbar eigene Handschrift. So wie ihre Kommentare für die Tagesthemen. In Deutschland gibt es nämlich eine sonderbare Tradition beim Thema Iran. Wir setzen ganz auf stille Diplomatie. Steinigung, pst. Religiöse Minderheiten verfolgen, pst. Frauen unterdrücken, pst. Isabel Chayani, Fernsehjournalistin, Kommentatorin und jetzt Pionierin im Netz. Mit seinen ganz eigenen Regeln. Wir posten was und wir kriegen natürlich Reaktionen. Und es ist ein lebendiger Austausch. Es ist sozusagen nicht ein Dozieren, sondern wir versuchen, das ist aber ein Lernprozess, auf Augenhöhe zu sein. Das heißt, wenn wir nicht auf Augenhöhe sind und arrogant wirken, dann kriegen wir sofort kritisches Feedback. Das ist ein Journalismus, bei dem wir dabei sind, den auch erstmal zu lernen. Die Redaktion WDR for You und Isabel Chayani erhalten den diesjährigen Hans-Joachim Friedrichs Sonderpreis.